Und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Projekt Wunderwaffe hier bei den Jackie Monkeys. Ich bin der Midway. Wir spielen die zweite Staffel nach dem neuen Update und hier geht's richtig zügig zur Sache. Wir haben in der letzten Folge unsere Produktionslinie erstellt und müsst jetzt zusehen, dass wir gleich erstmal ein bisschen Strom und Wasser hier rankriegen. So, weil ich sehe gerade, wir haben nämlich ein ganz tiefsinniges Problem wieder mit Strom und Wasser. So, mal gucken, war oben die Wasserpumpe? Oben war die Wasserpumpe. Erst die Wasserpumpe. Jetzt fehlen mir Stahlprofile. Ich kacke! Kotz, 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 kotz! Stahlprofile. Rohre? Rippstahl? Stahlprofile. Einmal 50 Kilo Stahlprofile bitte herstellen. Und parallel dazu schauen wir jetzt mal ein bisschen in die Vorstellung rein, wie das jetzt hier so läuft. Wir müssen jetzt nämlich mal ein bisschen vorankommen. Und zwar forschen wir jetzt gleich erstmal das Stahlwerk. Wir gehen jetzt richtig scharf in Richtung Eisen-Stahl-Kupferproduktion, dass wir unabhängig werden. Das ist jetzt erstmal unser Ziel. So, parallel dazu, immer noch keine Stahlprofile. Leute, beeilt euch, ich habe doch keine Zeit. Und ich habe auch keinen Strom mehr. Das finde ich nicht so toll. Produzierst du noch? Aber ganz schneckig. Ganz schneckig. Einmal kurz die Produktion einstellen. Wir verbrauchen schon wieder mehr Strom, wie wir haben. Wie immer. So. Einmal Strom, bitte. Einmal Strom. Ah. Ja, das dauert jetzt wieder seine Sekündchen. Aber er müsste doch jetzt eigentlich Strom haben. Jetzt. Boom. So. Dann haben wir das Stromproblem gleich wieder gelöst. Er baut schon wieder auf. Produktion wieder einschalten. Was sagen die Kabel? 40 Kabel haben wir noch. Was kostet das einmal Kabel? Das kostet gar nichts. Das kostet 10 Meter Kabel. Ja, dann werden wir jetzt gleich erstmal eiskalt nochmal von jedem einen hinterher setzen. Um unsere Produktion jetzt hier am Laufen zu halten. Und dass wir jetzt nicht gleich wieder abschmieren mit unseren ganzen Sachen. Weil das wäre nämlich wieder fatal. Okay. Weiter geht's. Wir müssen weiter forschen. Das ist jetzt unser Ziel. Wir wollen nämlich das Schmelzen von Golderzen haben. Also müssen wir jetzt erstmal das forschen. Und dann geht's hier oben weiter. Das Schmelzen von Eisenerzen, das Schmelzen von Kupfererzen und die Holzverarbeitung. Die brauchen wir auch. Wissenschaft und Gold. Kabelspulen. Können wir dann einiges mitmachen. Wir brauchen aber wieder Gold. Gold ist gerade mal wieder scheiße. Wir müssen jetzt erstmal um Kupfer, Erz, also um diese drei Sachen, die müssen wir jetzt erstmal bauen. Klare Sache. Nebenbei parallel wieder Unterkünfte, damit wir unsere Stahlproduktion ins Laufen kriegen, unsere Schmelzen. So, was können wir denn als erstes bauen? Wissenschaft, Wissenschaft, gar nichts. Wir könnten als erstes Eisenerz und Kupfererz einschmelzen bauen. Dann bauen wir als erstes mal eine Eisenerzschmelze. Die wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir die hier hinsetzen. Ne? Dann bauen wir hier ein Lager. Und gehen dann hier nach hier hinten hin mit den Eisenerzschmelzen. Also. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Unterteilen wir das? Kann natürlich sein, dass hier später noch mehr Produktionslinien hinkommen. Es kann natürlich auch sein, dass ich die Produktionslinie später wieder abreiße. Das ist jetzt so die Frage, die sich jetzt stellt, wie wir das jetzt machen. So. Ja, wie machen wir das jetzt?
Die Frage ist ja, wenn wir das jetzt geforscht haben, was kostet mich das zu bauen? Stahlprofile, feuergefertigte Wände, Energie, Wasser. Okay. Wir müssen jetzt überlegen. Wir müssen jetzt ernsthaft überlegen, wie wir das jetzt machen. So gehen wir mal davon aus, die Produktionslinie bleibt hier stehen. So, dann müssten wir rein theoretisch gesehen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Produktionslinie da stehen bleibt, Infrastruktur, Fahrstuhlaufzug 1, 2, 3, 4, 5. Lagerhaus, Fahrstuhl. Ja, so könnte man es machen. Dann machen wir jetzt hier einen Fahrstuhl erstmal hin. So, natürlich hier mit einsetzen. So. Dann Infrastruktur, Lager. Da haben wir wieder kein Gold für. Für die Produktion können wir aber die Schmelze bauen. Aber ich möchte da vorne gerne ein Lager haben, dass ich das Golderz da reinkriege. Und der Zug braucht noch einen kleinen Moment, bis der hier einläuft. Das ist jetzt so ein bisschen ein Problem mal wieder. Was ich jetzt mal wieder habe. Naja, Hauptsache ich produziere Zement. So, Unterkünfte. Ich habe auch keine Essensration. Aber dafür jede Menge gebrochenen Stein. Jede Menge gebrochenen Stein, aber keine Essensration. Ich liebe es. Dö-dö-dö-dö-dö. Jetzt müssen wir auf den Zug warten. Vielleicht spulen wir ein kleines Stück vor. Und hoffen wir mal, dass der Zug hier, der Apache vom Zug, uns mal ein bisschen Gold bringt. Das kostet wieder Zeit. Das kostet wieder Zeit. Kostet wieder Tage. Und ich hasse es. Aber na gut, ich habe dadurch die Produktion ein bisschen unter Kontrolle, ein bisschen besser. Kann uns vielleicht ein bisschen besser helfen. So, da müsste jetzt auch gleich dazu kommen. Irgendwann mal in diesem Leben. Da ist er schon. Gott sei Dank. Gib mir Gold. Ah, warum sollst du mir auch Gold bringen? Ist doch alles kein Problem. Du Sackgesicht, ey. Mann. Warum auch? Ist doch total überbewertet. Warum soll ich dir denn Gold bringen? Ist doch scheiße. Was willst du denn mit Gold? Ist totaler Bullshit. Gold? Wer braucht schon Gold? Scheiße. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich kann das natürlich so nicht bauen. Ich kann auch keine Tunnel wegreißen. Und alles ist für ein Scheiß. Gibt es hier irgendwas 5-5 Langes, was ich bauen kann? Ja. Ja, bringt mich auch nicht weiter. Die sind nur zwei. Kommandozentrale kann ich nicht bauen. Ach, warte mal. Ich habe eine Idee. Die ist nicht klug, aber besser wie nix. Und zwar machen wir das jetzt anders. Unterkünfte. Produktion. Weil ich will davor definitiv ein Lager haben. Da lasse ich mich auch nicht von abbringen. Wir bauen jetzt erstmal eine Mine hin. Und dann bauen wir da. Ihr könnt jetzt bestimmt, ihr denkt bestimmt, ihr seid bekloppt. Was macht der da für einen Scheiß? Aber das hat alles seinen Sinn. Was ich hier mache. Das hat alles seinen Sinn. So. Komm, bau die Mine fertig. Baust du das? So. Die Mine nehmen wir vom Stromnetz. Produktion, Schmelze. Und sobald die fertig ist, knallen wir die Schmelze hin und haben davor noch Platz fürs Lagerhaus. Und sie ist verbunden. Boom. Läuft. So. Das haben wir schon mal unter Kontrolle. So, jetzt werden wir nochmal schnell ein paar Essensrationen produzieren. Wie viel haben wir überhaupt allgemein noch an Essensrationen? Essensrationen haben wir noch 10. Ist natürlich mal wieder assi, aber okay. Kriegen wir schon irgendwie hin.
Dann müssten wir rein theoretisch gesehen erstmal irgendein Gebäude außer Betrieb nehmen. Was haben wir hier? Kupfererz. Ihr seid jetzt erstmal von der Arbeit befreit. Ne? Klare Sache. Los jetzt. Sehr gut. Nein, nicht bauen. Falsche Taste, Entschuldigung. So, zack, zurück zum Spiel. So, wir produzieren jetzt erstmal Gold. Klare Sache, wir produzieren Gold. Endzeitmod. Zwei Angestellte. So, was brauche ich überhaupt alles für Gold? Jetzt habe ich drauf geachtet. Warte mal. Golderz und Kohle. Passt. Golderz und Kohle. So, jetzt müssen wir nur mal kurz gucken wegen der Kohle. Wie viel wir da jetzt allgemein abbauen. Das ist Eisenerz. Hier haben wir nichts mehr. Stein, Stein, Stein. Stein, Stein, Stein. Und das Kohle. Brauche ich noch irgendwo ein bisschen mehr Kohle ab? Oder habe ich hier nur diese zwei verhungernden Minen? Wo eine gleich tot ist. Okay, wir müssen hier runter mit dem Aufzug. Wir müssen hier runter. Hier ist nämlich viel Kohle und ich brauche Kohle. Infrastruktur, Aufzug, Abwärtskohle. Bis hierhin erstmal. Das waren die Kohlevorkommen rankommen. Hier können wir uns dann auch gleich noch hinbauen. So machen wir das auch. So machen wir das auch. So. Okay, jetzt kriegen wir auch Gold. Jetzt können wir Essensrationen wieder produzieren. Erstmal lange Meter. Damit wir nochmal Unterkünfte bauen können, damit wir das Personal wieder reinkriegen. So, parallel einmal in die Forschung reinschauen. So, Stahlwerk haben wir. So, Schmelzen von Kupfererz. Zack, das ist das nächste Gebäude, was wir brauchen. Effiziente Holzverarbeitung brauchen wir dann auch. Da brauchen wir wieder Gold für. Wenn wir die drei haben, haben wir das Schlimmste hinter uns. Dann kann uns erstmal so weit nichts mehr passieren, dass wir nichts mehr haben und dass wir irgendwie nachher auf dem Schlauch stehen. So, jetzt erstmal ganz schnell Unterkünfte. Kann ich Unterkünfte bauen? Ah, jetzt kommt da mit Gold der Sacke. Jetzt kommt da mit Gold. Gleich ins Gesicht. So, hau mal ein bisschen Gold raus. So. Produziert aber echt schnell, ne? 20 Kilo Gold immer. Ich glaube, wir sollten das vielleicht mal ein bisschen reduzieren. Auf einen Angestellten. Nur so gedankenhalber. So, dann kann ich jetzt ein Lagerhaus bauen. Infrastruktur, Lager. Kann ich bauen. Dann hauen wir das doch gleich mal hier hin. Gold, Stahlprofile, Energie, Wasser, Holz. Zack, das haben wir jetzt hier hin. Jawohl. So. Da wird dann erstmal nur Eisenerz drin reingepackt und Kohle. Na los. Schäm dich nicht, bau schneller. So, parallel dazu Unterkünfte. Nicht Unterkünfte, Produktion und vorgefertigte Wände. Was ist hier los? Wieso wird hier nichts gemacht? Was fehlt euch? Rippstahl, wir haben keinen Rippstahl mehr. So, einmal Rippstahl bitte. Bumm. Wie Spulen habe ich denn noch? 10 Kilo Eisenspule. Nee, das ist nicht das Gesamtmaß. Wie viel Eisenspulen haben wir noch? 200 Kilo. Okay. Mach mal ein bisschen mehr. Stahlprofile kannst du auch gleich nochmal machen.
Machen wir das so. Kein Problem. Okay, passt. So. Also, du produzierst jetzt das. Er macht vorgefertigte Wände gleich. Dann kümmern wir uns jetzt doch erstmal um Unterkünfte. So. Was fehlt mir jetzt für die Unterkünfte? Gebrochener Stein. Wie sieht das eigentlich aus hier bei meinem Stein? Das ist Kupfererz. Halt, hier können wieder Leute rein. Was mache ich denn da? Ja, wie habe ich das jetzt gemacht? So ranzuzoomen. Das muss ich mir mal merken. So, Kupfererz. Hier ist Kohle. Kohlestein. Gucken wir gleich. Ich will nochmal kurz gucken wegen Kohle. Kohle haben wir ausreichend, aber nicht genug, meiner Meinung nach. Also werden wir jetzt hier nochmal gucken, dass wir nochmal Kohle mit abbauen. Infrastruktur. Produktion. Mine. Zack. Zack. So, hier unten, das heben wir uns für später auf. Hier haben wir Golderz, was abgebaut wird. Und hier ist Stein. Stein, Stein, Stein. Hier wird Eisenerz abgebaut. Das läuft auch alles. So, die Kohleminen sind fertig. Dann schicken wir doch da gleich mal ein paar Lenors hin. Und bauen parallel dazu jetzt gleich nochmal Unterkünfte, die wir nicht haben. Aber Rippstall haben wir. Das ist immer gut. Unterkünfte haben wir nicht, aber Rippstall. Was haben wir denn an Zement? Okay, Zementproduktion einmal kurz einstellen. Das war doch jetzt die, ne? Ja, einmal kurz abstellen bitte. So, dann müsste mein Lager jetzt hier auch schon fertig sein. Und dann müssen wir es gleich erstmal gucken, dass wir da ein bisschen sortieren. Hier kommt auf jeden Fall, habe ich gesagt, nur Eisenerz rein. Eisenerz kommt hier rein. Und Kohle. Oh, Kohle. Da, Kohle. Kohle. So, und da haben wir auch endlich unser erstes Lager, Freunde. Das ist doch mal was. Okay. Und an der Stelle machen wir auch Schluss. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.